Weiß ich nicht, Rot. Mein alliger Jutzer Ron hat mir das beigebracht. Dann nicht. Ich dachte schon, du backst das jetzt. Digga, wie kann der so schnell schlucken? Kein Sinn. Wie geht das? She told me put my heart in the bag. Ain't nobody gets hurt. Herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Wir sind jetzt in L.A. Wir gehen jetzt an den Santa Monica Pier. Danach wollen wir noch zum Rodeo Drive. Abends treffen wir uns dann wieder mit den anderen. Ja, that's the plan. Leute, es hat geklappt. Ihr habt ein Follow da gelassen. Leute, warum gucken so viele die Videos, die nicht mal Abonnenten sind? Abonniert doch ja. Alle anderen, die sich nicht angesprochen gefühlt haben, lasst jetzt ein Follow da. Und lasst ein Like da. Dankeschön, dass ihr die Vlogs so heftig supportet. Und jetzt lasst ein Abo da. Ja. Achso, unser Uber. Hey, komm mal. Oh, stimmt. Guck mal. So cool. Ach, das geht auch noch so wirklich runter wie weg. Ja, Junge, das ist ja die Whole GTA-Map. Also wir sind gerade relativ weit oben. Wir sind kurz vor den Beverly Hills und hier oben ist dann auch Hollywood Drive und sowas, also wo Walk of Fame ist. Ja. Also die Map ist wirklich über GTA, auch von den Ortschaften her. Da oben ist Cali. Irgendwo wenn, oben. Du jetzt, wenn du da hochfährst, ja. Da oben links ist irgendwo Cali. Da hol ich mir meine Waffen. Das ist Cali-Kartell. Also wir sind jetzt aus dem Uber raus. Da vorne ist der Pier. Ich suche jetzt irgendeinen coolen Laden, wo so eine Acai Bowl gibt oder so. Also so eine Smoothie Bowls, auch gesund angelehnt. Und da hinten sehen wir schon das Riesenrad. Man sieht es nicht. Palmen, Game Changer, wie immer. Palmen sind die Game Changer, Leute. By the way, es sind so bipapo, 18 Grad ungefähr. Ist es zu? Lange Hose und T-Shirt perfekt. Es ist zu. Aber guck mal, was für ein cooler Laden. Das wäre so cool gewesen. Oh Mann. Ja, ich kenne noch einen, da war ich mit Jordan. Hier so eine Bowls, cool. Mann. Smoothie Juice, Acai Bowls, cool. Da ist hier rechts. Ich kenne mich hier aus, Leute. Da geht's Richtung neue Blatthut, oder? Ja. Da habe ich mal meine Urus kaputt gemacht. Da vorne ist Kleidungsladen. Hier war ich schon mit Jordani drin. Cool. So ein guter Laden. Ich muss den jetzt auch mal zwingen, dass er was Gesundes ist. Eine Acai Bowl, Leute. Und Ingwer, Pfirsich. Wow. Ist das alles gesund und lecker. Muss ich euch alle ins Herz legen. Acai Bowls, super. Das ist so konsistent. Also das Rote ist die Acai. Ist so wie Eis mäßig von der Konsistenz. Und da draußen halt Früchte. Eigentlich noch mehr Haferflocken, wenn man noch mehr gesättigt ist. Und wie schmeckt? 9 von 10. Cool. Das ist es nämlich. Das ist ein gutes Frühstück. Kebab-Feedback? Ich würde sogar sagen, dafür, dass es so gesund ist, 10 von 10 eigentlich. Mhm. Sind die Jungs am Skaten, Mann? Hey. Ich laufe hier. Ich höre auf einmal. Ey, ey, Zünde! Also wir gehen jetzt Richtung Pier. Cool. Santa Monica Pier kennt ihr alle von GTA, der Steg. Was für Views, oh Gott. Was für Views. Wir haben darüber gestern geredet. Wir sind so blessed, dass wir einfach hier chillen können. Und wir arbeiten dabei. Ich arbeite dort, Leute. Ich arbeite. Guckt mal. Was sind das für wilde Häuser? Hey, Steffo, du hast ein Haus. Was sind das für ein Garten dann? Lol. Steffo, du wohnst da. Ich wohne am Pier einfach. Guck mal, sein Ausblick. Digga, Stefan, du chillst da oben auf der Dachterrasse, das geht doch nicht. Und ja, da ist der Parkplatz, da vorne ist so ein Dings und dann kannst du zur Yacht schwimmen oder mit Boot. Leute, hier unten ist auch die erste Mission von Franklin. Er klaut auf diesen Audi und noch ja, ein Auto. Er klaut ein Audi und noch ein Auto, ja. Ein weißes und ein rotes. Und dann fährt man hier so hoch und dann, ja, klaut man das Ding. Geplant ist noch, dass wir ins Disneyland gehen mit Ron und Co. Elena will irgendwie so einen Partybus oder so für unterwegs holen. Was die auch gemacht hatte, wo die in Universal Studios gegangen sind, glaube ich. Heute gehen wir noch Rodeo Drive, da wo man shoppt. Da war gestern Gunner bei LV, bei Louis Vuitton. Wir sind da. Achso, man darf nicht mit dem Auto reinfahren. Menschen da vorne sind. Ich weiß noch, da vorne gibt es eine Arcade-Halle und ich wurde aus der Achterbahn rausgeschmissen, weil ich mein Handy benutzt habe. Da war unser Hotel. Das weißt du da. Hier wird, glaube ich, ein Film gedreht. Wo ist denn die Kamera? Ja. Dürfen wir laufen? Da wird ein Film gedreht. Ah, da. Ja, wir sind im Film, Rot. Ja, wir sind im Film zu sehen. Wir sind im Film. Ja, wir laufen gerade mit dem Film drin. Guck mal. Ich bin im Film drin. Hey, darf man hier langlaufen? Jo, kommen wir durch. Hier gibt's nichts zu gucken, Jungs. Was wollt ihr denn hier sehen, Jungs? Weiß ich nicht, Männer. Ja, was gucken denn alle? Das ist wahrscheinlich so ein Trash-Film. Ja, normal. Hast du die nicht gesehen? Hast du seine Haare gesehen, wie schlecht die waren? Die sind aber viel Läden und die sind immer quatschig. Irgendwelche Dings, so restaurantmäßig, Burger. Aber was wirklich geil ist, gibt's hier nicht. Hier ist gleich so eine Arcade-Hall. Die ist da, glaube ich, das da. Was passiert denn da? And the colored girls. Hey, say leave a like on the video. What's that? Leave a like on the video. Oh, yeah, yeah. No, you can say it. Leave a like right here, pal. Thank you. Yeah, it's real. The arcade hall is too.
Mmh, Streetfood, lecker. Hier sieht's cool aus. Jean-Favre sagt jetzt nicht, lass mal Riesenrad fahren. Bitte nicht. Da gibt's ein Instagram-Bild von mir und da habe ich gewonnen. Ein Wurf, ein Treffer. Was willst du denn? Auf das Ding darauf. Aufs Riesenrad. Ja? Hast du Angst? Oh Mann, wir fahren jetzt doch mit dem Riesenrad. War so klar. Doch nicht so ähnlich, wie man dachte, ne? Guckt euch mal an, wie lang der Strang ist. Einfach Maschallah, Digga. Okay, diesmal filmt keiner. Diesmal hat keiner gefilmt. Also wirklich viel zu sehen gibt es hier nicht auf dem Pier. Es gibt halt eine Achterbahn, ein Riesenrad so für Touristen. Ein paar Restaurants, aber ich weiß nicht, ob die gut sind. Habe ich noch nie getestet. Das sind so altmodische Fischrestaurants. So, wir sind jetzt am Ende vom Pier. Was hat das für eine tiefe Stimme? Wird Flight Attendant gedreht. Ja. Kennst du irgendjemanden? Wir laufen jetzt noch hier lang. Am Venice Beach. Die Treppen kennt man alle von GTA. Und hier ist der Venice Beach. Diese Straße hier. Muscle Beach und sowas kommt hier alles. So schaukeln und so. Und da war mein Hotel. So cool. Wir hatten einfach Ausblick abends hier so. Und wir konnten den Muscle Beach beobachten. Das ist auch hier vorne. Da kann man dann trainieren und so. Ich mach gleich ein Workout. Meine Regel ist, je mehr Palmen, desto cooler. Und Leute, die Sonne klatscht voll rein. Es sind 20 Grad, aber es klatscht. Und jetzt geht es in den Boah, mein Herz, Digga. Das Ding ist, zum Wasser läuft meine 10 Minuten. Deswegen habe ich keinen Bock. Ich muss ein Fahrrad. Fahrrad. Ich will ein Fahrrad haben. Hast du einen Fahrradführerschein? Damals in der Grundschule habe ich verkackt. Verkackt? Ja. Wir sind jetzt links abgebogen Richtung Straße. Nehmen wir jetzt ein Uber. Richtung Rodeo Drive. Wie cool die Straßen aussehen und so. Guck mal, das Haus. Hier ist so alles voller Palmen und so. Guckt euch das an. Juwelier-Ausraum. So sieht es wie zu Hause. Da vorne ist Dior. Also Rodeo Drive ist so ein Shopping-Mall, Shopping-Straßenmäßig. Sehr, sehr cool. Nochmal ein Weitwinkel. Cool. So cool, immer hier reinzulaufen. Das Ding ist, hier sind halt wirklich Juweliere. Da ist AP, dahinter ist Richard Mille. Cool. Was passiert denn hier? Digga. Yo. Two-Tone AP, Royal Oak. Chains. Wir sind wirklich beim Juve. Also, wir rauben das Ding gleich aus. Oh ja, da will ich jetzt diesmal rein, verdammte Kacke. 90210, 90210. Gesund unterwegs heute. Ich komme schon wieder bei mir. Orange, Ingwer, Zitronenjuice. Der hat einfach Passion, Pussy, Power, weiß ich was will ich. Ey, heute echt gesund unterwegs gewesen. So, wir nehmen jetzt ein Uber Richtung Hotel, ziehen uns um, ein bisschen wärmer anziehen, es wird langsam kühl, futen was und ja. Oh nice. Aber zum Glück war es nicht schlimm, ich sag ehrlich. Einer kann keinen Roller fahren. Also es wäre... Ich hab davon nichts mitbekommen. Ich war so vorne, irgendwann ich warte. Ich denke, so, dass ich verfahren oder was? Da kommt der Mann. So, jetzt hier angestellt. Oh, wow. Das ist stolz. It's gonna spread. But dude, she's so bad. She's so bad at it. I'm leaving. It's now. Gute Bestellung. 30 Minuten. You like my content. And I love that you like my content. But today, we gonna bring us really one in, okay? Yeah. Be really sure about it. And when we go out here of the restaurant, of the establishment, we go to a club and then we go like do tornadoes like the world never seen it. Okay? Yeah? Be really sure about it, yeah? And I love that you like my content. Hör auf den Mann so voll zu labern, Junge. Ich hab gesagt, have a nice day. Yeah, Chat, wir haben ein neues Interview. Ah, mir fällt nicht ein, was ich sagen will. Vergiss nicht, ein Abo dazulassen. Nein, hab ich schon gesagt. Warte. Das war, glaube ich, zu laut. So, falls euch das Video gefallen hat, dann ja, lasst ein Like da und sowas. Und lasst ein Abo da, ja. Falls euch die Vlogs gefallen und. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du nicht lernst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht raus, ich bin dein Wingman. Check mit Kaserne auf und was bist du mit dem Ding?
kann ich yeah. wieder einen Baum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lässt du die Ellie? Ellie ist ein Cowboy. Yeah!